Gamers Paradise, der Podcast, der die Welt nun wirklich verändert und revolutioniert. Hallo und willkommen bei dem besten Retro-Podcast hier auf YouTube. Ja, liebe Fans, natürlich haben wir eure Kritik vernommen und daher, ja, hat man wohl anscheinend weder Kosten noch Mühe verschwendet und kurzerhand mich, ja, Dieter Bohlen, den bekanntesten deutschen Musiker, eine Legende, nein, ich bin ein Titan, ich bin mehr als ein Gott, ja, mich hat man geholt für die Moderationsrolle in der heutigen Folge. Vielen Dank, den Applaus könnt ihr euch sparen, denn ich höre euch sowieso nicht. Nun, ja, das ist heute unser zweiter Podcast, habe ich mir sagen lassen von dem Macher, weil ich lese natürlich auch nur den Text ab, den man mir hier gibt. Und es geht wohl heute um Computerspiele auf dem Commodore C64. Dazu muss ich sagen, ich habe nicht viel damit zu tun selber. Ich kenne mich eher mit Musik aus und da bin ich jetzt aber eigentlich auch nicht so bewandert, weil die meisten Musiker, die ich kannte, für die ich produziert habe, die sind schon alle tot. Also lasse ich mich heute mal sehr überraschen, was da denn hier für wertvolle Informationen bei diesem Podcast erhalten werden. Als extra Highlights gehen wir heute natürlich sogar live auf YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, StudiVZ, Facebook und MySpace. Ja, wir werden heute eine Plauderei lauschen zwischen zwei großartigen Menschen. Natürlich nicht so großartig wie ich. Gut, kann ja nicht jeder so sein. Dann wäre ich auch nicht einzigartig und der Pop-Titan. Nun aber, trotzdem, niemals hätte die Menschheit gedacht, ja, dass diese beiden Personen miteinander jemals sprechen werden. Wir hier von Gamers Paradise haben es jedoch geschafft, sie zusammenzubringen. Erfolgreicher Regisseur und Macher von Videospielverfilmungen, die wir nicht nur alle kennen, sondern auch wahrscheinlich alle gerne vergessen und verdrängen würden. Uwe Boll. Und direkt vor ihm sitzt ein Mann, der niemals hätte Boxer werden können. Seine Zündschnur ist so kurz, er wäre schon beim Einzug in die Halle auf seinen Gegner losgestürmt und disqualifiziert worden. Der erfolgreichste deutsche Schauspieler, der kontroverse und legendäre Klaus Kinski. Hallo, nun passen Sie mal auf, ja? Ich bin ganz sicher nicht hier, um Ihre unterschwelligen Beleidigungen zu akzeptieren. Wenn Sie mir hier auf diese Tour kommen, ja, dann machen Sie diesen Scheiß doch allein. Herr Kinski, ich entschuldige mich vielmals, ja? Ich lasse Ihnen gleich ein Bier bringen, okay? Beruhigen Sie sich. Nicht gleich, sofort. Steht in jedem Vertrag von mir drin. Und wenn ich ein Wort höre von dieser Einleitung, dann können Sie in Zukunft nicht mal mehr die Teller putzen in der Kantine, wo Ihre Mitarbeiter hier fressen sollen. Hallo Klaus, dreh mal nicht gleich durch, ja? Wir haben noch 20 Minuten Zeit dafür. Ich bin übrigens ein großer Fan von dir. Wer ist das nicht? Und alle, die es nicht sind, die interessieren mich eh einen Scheißdreck. Denn die zahlen mir weder Yacht, Auto, Frauen, Partys, noch mein Fressen auf dem Tisch. Bitte sehr, Herr Kinski. Danke. Und jetzt fahren Sie fort hier mit Ihrem komischen Podcast, was auch immer der Unterschied sein soll zu einer Talkshow oder sowas. Außer, dass niemand mein faltiges Gesicht gerade ertragen muss. Also dann, liebe Zuhörer, heute reden meine Gäste also über den Commodore 64. Ein Computersystem, das beliebt war in Deutschland, vor allem aufgrund seiner vielfältigen und sehr, sehr großen Auswahl an Computerspielen. Heute geht es dann um die Erfahrungen von Uwe und Klaus mit ihren Lieblingsspielen auf diesem Gerät. Uwe, wir wissen bereits ja von dir, welche Art von Spielen du so wohl bevorzugt hast. Daher direkt an dich die Frage, welches Ballerspiel gefiel dir am besten auf dem C64? Ja, genau. Gut behalten, Dieter. Hast du unseren letzten Podcast gehört, ja? Also natürlich habe ich die Ballerspiele, wie man früher wohl alles genannt hat, wo ordentlich geschossen und gemordet wurde, bevorzugt. Ne? Ist schon mal die perfekte Bezeichnung. Das darf man ja heute kaum noch sagen. Da denkt jeder dann sofort an sinnloses Töten und Killerspiele, die die Amokläufer fördern sollen. Aber ja, ist mir eben scheißegal. Ich mache halt gerne auch Filme über Amokläufe, ne? Alles, was wehtut, ja. Also ich sag alles, immer, überall und an jedem Ort, jederzeit. Wieso soll mir dieser Staat verbieten können, ein Wort zu sagen? Ich habe mich erdreistet, meine Karriere auf der Lesung der Bibel aufzubauen. Da wurden Kirchenprediger und Kirchengänger gleichwegs fast zu Mördern an meiner Person.
Fotze, Kanacke, Schlampe, Neger, ich sag alles, alles und zu jedem. Wer das nicht aushält, der soll alleine in seinem Kinderzimmer unter der Decke heulen gehen. Erwachsene Menschen brauchen keine aufgezwungenen Sprachbarrieren und keine Bevormundung eines Staates. Ja, also ich habe ja einen Film bei einem Amoklauf an einer Schule gemacht, ne? War das ein Skandal? Boah. Auf dem alten Brotkasten habe ich damals Mitte der 80er ein Spiel absolut gesuchtet. Also so als kleiner Stöpsel, so mit, keine Ahnung, 15, 13 Jahren. Das Spiel hieß Kommando Libya. Man steuerte ein MG-Geschütz, das Soldaten auf dem Schlachtfeld dann abknallen musste. Regelmäßig rollten dann Sprengstofftonnen von oben runter und hat man die nicht rechtzeitig abgeknallt? Ja, dann hat man verloren, weil das Geschütz da kaputt ging. Hat man dann ein Level überlebt, dann kam aber mein Highlight. In einer Bonus-Level musste man Gefangene vor einer Mauer erschießen. Das sah lustig aus. Sie standen schön in Reihe und Glied nebeneinander und man hat mit dem Fadenkreuz dann schön von links nach rechts versucht, alle abzuknallen. Ja, nur dafür habe ich das davor dann überhaupt gespielt. Ich habe mich echt weggeworfen vor Lachen, ne? Also das war echt sicherlich ein Lieblingsspiel von mir. Mein lieber Uwe, ich darf doch Uwe sagen? Ja, natürlich. Dieses Spiel war in Deutschland verboten auf dem Index und gehörte ganz sicher nicht in unsere Hände. Ja, das stimmt. War mir als Kind aber natürlich gar nicht bewusst. Ich habe das nur gespielt, um es meinen besten, gehassten Freunden zu zeigen. Ich habe so lange geübt, dass ich sicherlich in deren ungewollter Anwesenheit gut genug war, die Highscore zu brechen. Denn dann kam das wirkliche Highlight. Ein Soldat wurde exekutiert durch Enthauptung. Eine Szene grandioser Pixelkunst als Belohnung am Ende. Meine Freunde damals fingen an, im Schwall zu kotzen. Einige weinten bitterlich, andere liefen nach Hause und heulten nicht mir, sondern ihren verkorksten Eltern die Ohren voll. Mit diesem Spiel habe ich sie alle geschockt und die meisten dieser Versager zum Glück nie mehr anschließend gesehen. Nee, nein, ich habe alleine gespielt. Ich hatte auch nur richtige Freunde. Wir haben draußen gespielt eigentlich immer und nicht an so einem Computer. Ich hoffe jetzt gerade, dass das Spiel heute nicht mehr auf dem Index steht und wir unsere Folge jetzt noch ausstrahlen oder weiter streamen können. Darf ich beide Herren kurz daran erinnern, dass wir auf der YouTube-Plattform schon ein wenig auf Inhalt und Sprachwahl achten müssten? Sie weisen mich auf gar nichts hin. Sie zahlen mir mein Geld für diesen verschwendeten Scheiß-Podcast hier und meine Zeit. Und ich mache das, was ich immer mache. Ich mache, was ich will und wie ich es will. Ja, Herr Kinski, daher würde ich Sie nun gerne fragen, nachdem Uwe uns ein Lieblingsspiel auf dem C64 genannt hat, welches Spiel haben Sie denn damals am liebsten gespielt? Gespielt, gespielt, gespielt. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Ich spiele nichts, sondern ich bin. Ich habe keine Spiele gespielt. Ich war die Spiele. Verstehen Sie das, ja? Ich war der Kerl, der den Hamster in diese Mikrowelle steckte, der sich gefreut hat, als das winzige, elende, unnütze Drecksvieh durch die Strahlung und Hitze endlich zerplatzte, als seine Eingeweiden implodierten und alles voller Blut und Matsche war. Ja, ich war derjenige, der diese restliche Matsche aus der Mikrowelle kratzte mit seinen Fingernägeln, um sie dem Besitzer unter die Nase zu halten. Ja, und ich war derjenige, der damit seinen eigenen Tod herbeigeschworen hat. Wir würden sagen, das Spiel haben Sie dann verloren? Ich sage, nein, ich habe mein Leben verloren. Immer und immer wieder, monatelang, jeden Tag, wenn ich in diese Schule gefüllt mit Idioten gehen musste, aber einfach geschwänzt habe, nur um immer wieder dasselbe zu erleben. Ich habe mich geopfert. Ich war ein Held. Klaus, meinst du Maniac Manson? Ich war im Landhaus. Ich bin eingebrochen. Habe mit Hilfe meiner Freunde die Bewohner abgelenkt, habe geklaut. Dann habe ich jeden dieser scheiß Freunde zuerst in den Tod geschickt. Und dann habe ich mit Freude Eds Herz gebrochen. Ja, glaube ich auch. Du warst ja schon immer ein Herzensblecher, ne? Gibt ja Leute, die fanden dich immer sehr, ja, freundlich, einfühlsam, umgänglich und so weiter, ne? Du verstehst schon. Ach, egal. Ich hab's durchgespielt damals, ne? Und habe mir echt gedacht, irgendwann, wenn ich groß bin, ne, drehe ich da einen Film drüber. Ja, noch ist da nichts draus geworden, aber wer weiß, ich bin ja jetzt noch nicht tot.
im Gegensatz zu dir. Also, ich fasse kurz zusammen. Herr Kinski, Sie haben gerne Maniac Manson gespielt und Sie haben am liebsten den Hamster von Wyatt Earp getötet. Darum war das Spiel Ihr Lieblingsspiel? Ja, fassen Sie nur zusammen. Das interessiert mich einen Scheiß. Sie brauchen gar nichts zusammenfassen von dem, was ich sage. Ich kann Ihr sinnloses Leben in einem Wort zusammenfassen. Scheiße. Nun, ich möchte Ihnen ungern nun etwas erwidern und fahre fort. Passend mit meiner Frage an Sie beide. Welches Spiel auf dem Commodore 64 haben Sie denn richtig, um es in Ihren Worten zu sagen, Herr Kinski, scheiße gefunden früher? Uwe? Ja, scheiße finde ich viel. Vor allem gute Filme mit einer beschissenen Hauptdarstellerin oder einem Hauptdarsteller. Denn da muss ich zugeben, da hatte ich viele von. Die meisten waren eben drogensüchtig abgewrackt und am Set die größten Wichser, die man sich so vorstellen kann. Nur Klaus hat nie in einem meiner Filme mitgespielt, ne? Hätte eigentlich blendend gepasst, oder? Nun halt mal die Füße still, du untalentierter Idiot. Wenn du dich jetzt auf das Niveau von diesem zweitklassigen, mächtigen Moderator ja begeben willst, dann kann ich auch anders. Ja, wie kannst du denn? Willst du mich beleidigen oder was? Dich zu beleidigen ist gar nicht nötig bei diesen elenden Drecksproduktionen, die du im Jahrestakt da rausgerotzt hast. Du bist doch Abfall, einfach nur untalentiert und unfähig als Regisseur sowie als Mensch. Meine Herren, ich bitte doch. Halt die Fresse. Halt deine Schnauze. Genau, da sind wir uns ganz, ganz schnell wieder einig. Nein, ich meinte dich, Kinski. Du irrer Penner, ey. Du bist echt schlimmer als ein besoffener Ray Liotta ohne Kokain in der Tasche. Vielleicht magst du auch mal kurz aufs Klo gehen und deine Nase pudern, damit du wieder klarkommst oder so? Würden Sie bitte Ihr schlimmstes oder beschissenstes Spiel nennen? Bitte! Wir überziehen sonst die Sendung und ich will endlich... aus hier, Mann. Dann tue ich Ihnen jetzt den Gefallen, damit ich endlich verschwinden kann aus diesem Kindergarten degenerierter Affen. Die Kohle bekomme ich, damit das klar ist, sonst klacke ich euch ins Nirvana. Mein Hassspiel auf dem Commodore C64 war, ja, raten Sie mal, der KZ-Simulator. Echt, Klaus, hör auf damit jetzt. Darüber darf und sollte man nicht sprechen. Oh, doch, mein Bester. Wenn ich schon meine Zeit hier verschwende, dann will ich auch, dass diese Scheiße hier nie gesendet wird und ihr Säuer mir trotzdem meine kostbare Lebenszeit bezahlt. Das können wir nicht senden, aber wir sind live, meine Herren. Ich habe ja mit einigen meiner Filmen Grenzen überschritten, ja, aber nee. Auch ich habe noch Anstand und irgendwo... Nee, mir reicht's hier gleich, echt. Ist doch nicht schlimm jetzt. Dann hört mir mal ganz genau jetzt zu. Ich hasste den KZ-Simulator. Ist doch logisch. Das war das beschissenste, scheißverfickte Drecksspiel auf diesem abartigen Computerding überhaupt. Ist meine Antwort so gut? Ist das so sendbar? Sind alle zufrieden? Ein Moderator sollte mich jetzt aber sofort fragen, wieso? Wieso, Herr Kinski, hassten Sie dieses Spiel Nein, so? Nein, ich bin fassungslos. Ich frag gar nichts, von dem ich die Antwort nicht hören will. Sie wollen doch nur noch einen weiteren Skandal provozieren. Ey... Kann man den Stream jetzt noch vorzeitig abbrechen? Und dann fragte der dämliche, unfähige und schwanzlose Moderator ohne Rückgrat und voller Angst und Furcht vor staatlicher Zensur und gesellschaftlicher Ächtung und Repressalien den Hollywood-Star in seinem Podcast für die einfältige Masse unterbelichteter und dummer Schafe. Wieso, Herr Kinski? Wieso? Und der große, unvergleichliche Star antwortete ihm, weil die Grafik scheiße war, Mann. Alles wurde nur im Text erwähnt. Aber ich wollte sie alle leiden sehen. Ich wollte die Angst und das Grauen, den Hass wollte ich mit ansehen und mitfühlen. Aber nein. Alles nur Text. Mir fehlte eine Geruchsmaschine am Computer. Ich wollte den Gestank von verwesenen Leichen riechen. Den Schweiß und den Tod. Aber nein. Nur Text. Ich wollte die Schreie hören, das Weinen, das Winseln, aber nein, nur Text. Dann hättest du, kranker Wichser, meinen Film Auschwitz wohl mal sehen sollen, ja? Mein Hassspiel war übrigens mal auf einem Game-On-Diskettenmagazin. Das Spiel hieß Käsekästchen. Ja, das fand ich so richtig schlecht, weil... Danke, Uwe. Die Zeit für diesen Podcast ist jetzt, naja, zum Glück vorbei. Besser so. Ja, endlich, sonst gibt's gleich eins auf die Schnauze. Tschüss. Ja, danke an die Zuhörer. Ja, vielen Dank. Und
Ich hoffe einfach, es gibt nie wieder so einen Podcast. Auf Wiedersehen. So, und gib mir jetzt mein Geld, du Idiot, sonst kann ich mir auch eine Peitsche nehmen und dir damit in die Fresse hauen. Das werde ich dann tun, du dumme Sau. Und ich dachte, ich hätte schon kranke Scheiße miterlebt. Das ist echt der Hammer, ey. Da drehe ich einen Film drüber, ne? Mir läuft mein Mikrofon noch, aber ist auch egal. Lass es laufen, ey. Ach Gott, ey. Was für eine Idiotenvorstellung das jetzt hier war, ey. Meine Güte, boah, ich hab die Schnauze voll. Ich glaube, ich mach da nicht mehr mit bei dem Podcast. Gamers Paradise. Der Podcast.